Der Bandtag 2012 hat bei wunderbarem Wetter stattgefunden. Bereits am Morgen, am 9 Uhr, führte Markus Lampert sein Ross Ophelia vor die Stallung, wo er es für den Einsatz am Bandtag vorbereitet. Der Markus Lampert ist Rottmeister der Ritterrotte. Die besteht aus etwa 6 Ritterinnen und Rittern. Die anderen 3 Rotten, die ebenfalls Prattler Bahngrenze an diesem Tag ablaufen, die sind zu Fuß. Wir sind in der Schlussphase der Vorbereitungsarbeiten. Und jetzt geht es zum Sammelplatz der Ritterrotte vor dem Burggartenschulhaus. Vom Burggartenschulhaus geht es weiter zum Jöringpark und zum Altersheim Adle, wo ein ökumenischer Gottesdienst mit Wegsegnung stattfindet. Der Anlass wird musikalisch umrahmt von den Jagdhornbläser Laufental. Erwachsene mit dem angeblich gestohlenen Fliederbusch auf dem Hut, Rottenmeidli, Rottenbuben, Fahnenträgerinnen, Fahnenträger treffen sich am Eis auf dem Schmittiplatz und natürlich gehört auch dazu die Ritterrotte. Zum Auftakt spielt die Musikgesellschaft und die Jugendmusik Prattelen. Das ist Elsbeth Pilser, Bürgergemeindepräsidentin. Und jetzt machen sich die Rotten auf den Weg. Die Ritterrotten treffen wir das erste Mal ein bisschen außerhalb von Prattelen auf der Kästeli Matt. Weiter geht's Richtung Schiessstand. Da ist die Ritterrotte im Aufstieg von der Lachmatt in Eglis Graben. Ankunft im Eglis Graben. Es ist nicht so sicher, ob der Stopp im Eglis Graben eine Ruhepause für die Rosse ist nach dem Aufstieg oder ein Trinkstopp für die Ritterinnen und die Ritter. Jetzt geht es Richtung Neuschauenburg. Im Hintergrund als Kulisse Prattelen. Von da geht sie jetzt Richtung Röthi und dann im Ziel entgegen Geisswald. Eintreffen im Geisswald. Ein Teil der Bandtäglerinnen und Bandtägler ist bereits vor der Ritterrotte angekommen. Die Begeisterung der Kleinen für die Musikgesellschaft ist gross. Auch die Rosse ziehen das Interesse der Eltern und der Kinder an und die können sogar einmal auf ein Ross zusitzen.